Österreicherinnen und Österreicher, ich habe heute eine Koalitionsregierung von ÖVP und FPÖ angelobt. Heftige innen- und außenpolitische Diskussionen sind dieser Regierungsbildung vorangegangen, die mich mit Sorge und Betroffenheit erfüllen. Monatelange Bemühungen, eine tragfähige, personell erneuerte Koalition zwischen SPÖ und ÖVP zustande zu bringen, sind gescheitert. Nicht zuletzt an der Abnützung einer bereits seit 13 Jahren bestehenden Partnerschaft. ÖVP und FPÖ haben eine Mandatsmehrheit im Parlament, die in einer Demokratie zu respektieren ist. Der Wille der beiden Parteien, eine Koalition zu bilden, ist daher in einem demokratischen Rechtsstaat zu akzeptieren. Die neue Regierung, die heute ihre Arbeit antritt, bedeutet für Österreich eine große politische Veränderung, die von vielen gewünscht wurde, bei vielen aber auch auf Skepsis oder gar Ablehnung stößt. Die Reaktionen auf diese Regierungsbildung sind so heftig, dass im In- und Ausland große Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, um Vorurteile und unberechtigte Kritik zu entkräften. Auf meinen Wunsch hin haben die Parteiobmänner von ÖVP und FPÖ gestern eine Erklärung unterschrieben, die ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union und zu deren Grundwerten enthält. In dieser Erklärung heißt es, die Bundesregierung bekennt sich zum Friedensprojekt Europa. Die Zusammenarbeit der Koalitionsparteien beruht auf einem Bekenntnis zur Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union. Die Bundesregierung ist den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet.